Einen schönen guten Morgen von der Côte d'Azur. Heute geht's für uns nach Monaco. Wir haben uns dafür entschieden, mit dem Zug zu fahren. Da brauchen wir das Dachzelt nicht abbauen. Wir haben bis zum Bahnhof ca. 10 Minuten. Und ebenso auch bis Menton runter 10 Minuten. Und da nutzen wir die Chance, wir packen jetzt den Rucksack gleich mit Badesachen. Dann fahren wir nach Monaco und wenn wir einmal unten sind, gehen wir auch gleich baden und kaufen was ein. Wir stehen jetzt am Bahnhof, warten auf den Zug. Monaco liegt zwischen Nizza und Menton in der Provence. Die französisch-italienische Grenze ist gut 10 Kilometer entfernt. Fast 80% von den 38.000 Einwohnern kommen aus dem Ausland. In der Altstadt von Monaco, die liebevoll auch Rocher genannt wird, befindet sich der Fürstenpalast und das alte Monaco mit seinen engen Gassen. In zentraler Lage befindet sich das Casino von Monte Carlo, eine der bekanntesten Spielbanken der Welt. So, Jenny, erzähl mal, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in Monaco und stehen genau vor dem Casino. Vor dem Casino. Gehen wir jetzt spielen? Ich glaube nicht. So Jenny, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Hafen von Monaco und gucken uns mal die großen Schiffe und Yachten an. Genau, wir haben uns nämlich überlegt, auch eine größere Yacht zu holen. So, wenn man doch mal eine Runde auf der Elbe drehen möchte, werden wir uns jetzt, denke ich mal, irgendeinen kleineren, größeren Pott besorgen, mit Beiboot natürlich, ein sehr schnelles Boot. Also deswegen abonniert immer fleißig und spendet fleißig. An die Spenden geht bei uns hoffentlich.
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. Der Port Hercule, zu Deutsch Herkuleshafen, ist der zentrale, gelegene Yachthafen im Fürstentum. Er bietet Platz für bis zu 700 Boote, wobei Boote noch niedlich ausgedrückt ist. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. So, für uns geht's jetzt zurück zum Bahnhof und dann fahren wir zurück nach Menton und da gucken wir uns mal die Altstadt an. Und dann gehen wir erstmal eine Runde ins Wasser. In my pace, you're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. So, da vorne seht ihr Menton. Wir gehen jetzt in die Altstadt. Wir laufen aber hier unten schön an den Booten lang, am Hafen lang und gucken mal, ob wir ein paar Fische vielleicht im Wasser schwimmen sehen. Gut. Die Stadt Menton, die auch zu Recht als die Perle Frankreichs bezeichnet wird, liegt ganz an der Spitze der Côte d'Azur. Die Altstadt ist schon stark italienisch geprägt, was unter anderem in ihren pastellfarbenen Häuserfassaden liegt. Vom Hafen aus kann man das Stadtpanorama am besten bewundern. So, das ist Menton. In die Stadt haben wir gesagt, jetzt heute auf keinen Fall mehr. Ist einfach zu warm. Wir gehen jetzt einfach ins Wasser und ins Wasser. Und dann sehen wir uns vielleicht später auf dem Campingplatz noch. Lieben, wir sitzen hier gerade am Strand, waren schon ein paar Mal im Wasser jetzt. Wir werden dann noch was einkaufen gehen und dann werden wir zurück hoch auf den Campingplatz gehen, denke ich mal. Und dann sehen wir uns oben auf dem Campingplatz wieder. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei und wir werden dann, denke ich mal, ein bisschen schauen, wo wir morgen hinfahren werden. Wie weit wir fahren, müssen wir noch mal schauen, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wir suchen uns noch einen schönen Stellplatz heute in etwa oder eine Ecke, wo wir sagen, da gefällt es uns, da wollen wir mal hinfahren. So, heute gibt es Gemüsepfanne, die machen wir im Dutch Oven.